Tunesien ist das einzige Land, das nach dem arabischen Frühling einen demokratischen Übergang geschafft hat. Und aus der Parlamentswahl ging gerade eine säkulare, also eine weltlich orientierte Partei als stärkste Kraft hervor, die sich allerdings mit einer ebenfalls starken islamistischen Opposition auseinandersetzen muss. Aus diesem neuen Tunesien kommt einer der weltbesten Lautenspieler zu uns. Und das ist interessanterweise ein Mann, der nicht nur hochmusikalisch, sondern auch hochpolitisch ist. Sein Instrument, das ist die arabische Kurzhalslaute, Oud nennt man sie. Anwar Brahim ist heute Abend in München aufgetreten und Klaus Lesche hat ihn getroffen. Klingt so der arabische Frühling? Ist das nun Jazz oder Weltmusik? Wer solche Schubladen mag, den kann Anwar Brahim zur Verzweiflung treiben. Er passt in keine hinein. Seine Oud-Laute ist ein arabisches Instrument. Ganz sanft aber öffnet er sie für andere Stile und Strömungen. Brahim und seine Oud, das ist eine jahrzehntelange innige Beziehung. Und wie in jeder Beziehung kann die tägliche Nähe zum Problem werden. Brahim braucht hin und wieder Abstand, auch wenn er sein Instrument noch so liebt. You have to keep your freshness, your spontaneity, you know. Man muss sich Frische und Spontanität bewahren. Es gibt nichts Besseres, als etwas zu berühren, das man vermisst. Etwas, das nichts Alltägliches, nichts Gewöhnliches geworden ist. In München stellt Brahim mit Quartett und Kammerorchester sein neues Album Souvenance vor, zu Deutsch Erinnerung. Musik, die während der Umbrüche des arabischen Frühlings entstand. Diese Demokratiebewegung begann in Brahims Heimat Tunesien. Souvenance ist kein jubilierender Soundtrack der Revolution. Brahim weiß, dass die Demokratie in seinem Land noch ein sehr zartes Pflänzchen ist. I have to say that everything is still fragile. Zugegeben, das alles ist noch sehr zerbrechlich. Wir lernen Tag für Tag und machen oft noch viele Fehler. So many mistakes sometimes. Anwar Brahims Musik wurzelt in der arabischen Tradition, doch sie baut Brücken zu anderen Kulturen, schottet sich nicht ab. Vielleicht wäre das auch ein gutes Rezept für das neue Tunesien.